Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play God of War. Wir sind hier außerhalb des Gipfels und erklimmen immer noch den Berg. Ich habe keine Ahnung, wie weit das noch ist, aber ich denke mal nicht mehr so lange. Und dann bin ich schon sehr gespannt. Moment, den grünen Kristall sollte ich vielleicht nehmen, wenn ich nicht so fit bin, was hier auf dem Gipfel abgeht. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. So sieht's aus. War schade, ich dachte, ich bin schon oben jetzt. Ah, das kommt mir bekannt vor. Wir sind letztes Mal von da gekommen. Ah, wir sind kurz vor diesem Tor. Wo wir jetzt mit diesem komischen schwatten Stein und dem Meißel durch können. Und dann bin ich mal gespannt, was dann da abgeht. Wir können auch diesmal da durch und müssen nicht drum zugehen. Oder? Ah ne, da kann man hochklettern. Okay. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Jotunheim. Die Rune. Und jetzt? Da lang. Hä? Ach, wieder dieses tolle Spiel. Und nun? Wow! Jötunheim! Geschafft! Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Nein! Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass ihn gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Sei still! Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue. Autsch. Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jötunheim! Dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge. Yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Junge. What? Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Verdient er. Danke. Atreus!
Ist das ein fucking Drache? Weißt du nicht, wann es genug ist? Nö. Bleib weg von meinem Sohn! Der wehrt sich ja gar nicht. Okay. Das ist aber geil. Das ist geil gemacht. Weil wir keine Lust haben. Hau ab, ey! Du nervst. Gerade schubst ihn doch einfach von runter. Oh, ja, genau. Runter mit ihnen. Jetzt runterkicken. Ja, genau. Hast du gut gemacht. Was? Wo kommt er her? Ich glaube, das wird den Drachen nicht gefallen. Fuck. Wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Baldur! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt, ich meine es ernst. Was hast du getan? Junge! Beweg dich nicht! Jetzt mal. Wo bist du denn? Du bist volle Pulle gegen Felsen gedonnert. Das habe ich wohl noch gesehen. Aber die Sequenz war eben nicht schlecht. Also, das war mehr Action als im ganzen Spiel vorher. Wo sind wir hier? Ist das... Hallo? Du kleiner Pisser, bist du da unten begraben oder was? Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig, du bist frech
ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Den Anschluss haben wir verdient. Mal gucken, oh, ist ob das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Okay, wir sind wieder in Helheim. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch der Lauf der Dinge. Ja, ne? Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob... Was ist los? Achso. Hallo, warum hast du seine Waffe? Ich bin mal gespannt, ob der Junge sich jetzt verändert nach dem der Predigt. So, weg mit. Junge. Das war nicht ich. Okay, und wer dann? Na, da ist nix. Kann man das noch kaputt machen? Jo. Aber warum sind wir wieder in Helheim? Wollten wir nicht nach J... wie auch immer. Kann ich da rüberspringen bestimmt, ne? Alter, die halten ja nix aus. Wo kommt der auf einmal weg? Was hat er da gemacht? Schöne Barriere hingebaut? Wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Doch, das warst du doch. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Das finde ich gut, dass ihnen seine Vergangenheit gezeigt wird. Vielleicht entwickelt er ja Reue. Was ist hier unten? Der Tod wahrscheinlich. Da kann man hochklettern, ne? Da ist eine Kiste, aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, da hinzukommen. Kopf. Okay. Was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Da ist eine Wind. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich.
Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Huiuiuiuiui. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Ich muss nachdenken. So, irgendwie muss ich das Tor aufmachen, ne? Irgendwo muss dann noch ein... Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Nehme ich an. Ich kann hier auf jeden Fall noch runter. Oh, die Kameraperspektive ist manchmal so scheiße. Aber... Ich würde mal spontan sagen, hier komme ich zur Kiste, aber Windfalle ist hier nicht. Hä? Ja, die Gegner sind viel einfacher als das, diese Dinger, als die ich letzte Folge in diesem schwarzen Kristall hatte. Das bestätigt mich in der Annahme, dass ich da später zurückkehren sollte. Aber wo ist jetzt diese zweite Windfalle? Die muss ja hier irgendwo sein. Wo ich zu der Kiste komme, habe ich überhaupt keinen Plan von. Das irgendwie raus? Es muss doch irgendwo noch eine Windfalle sein. Weil sobald ich das dann wieder wegziehe... Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich erkenne es gerade. War eigentlich relativ easy, aber ich war halt blind. hi. Weg. Kamera, du bist scheiße gerade. Ja, nee, ist klar. Komm, halt's Maul. Chaosflamme von random Gegner. Lol. Hm.
Hier komme ich jetzt bestimmt irgendwie zur Kiste. Kann ich mit dem Seil was machen? Komm. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass dieser Weg hin umsonst ist. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Dass hier nichts ist. Hier ist ein dummes Seil, aber... Okay, dann weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Was ist das da? Okay. So, hier kann man jetzt noch bestimmt rüberspringen. So, damit kann man irgendwas machen. Erstmal holen wir uns das Ding, was da oben drauf ist. So, ich nehme an, dass man den da hinten hinschieben kann. Und dann da drüber jumpen kann. Aber du kannst das Ding... Warte. Komm ich von hier drauf? Nee. Ich komme nur von hier drauf, ne? Ja. Das ist zu weit. Oh, ich weiß, glaube ich, was sie von mir wollen. Man kann dann... Dafür war die andere Hecke da. Dann kann man bestimmt auf das Ding hier drauf springen. Anders kann ich das nicht erklären. Weil ich komme ja nur von vorne irgendwie da drauf. Und das geht halt nicht, weil ich nicht an dem Ding vorbeikomme. Probieren wir mal aus. Ich gehe stark davon aus, dass es so ist. Ja. So, und wofür haben wir das gemacht? Atreus, mach den mal weg. Zurzeit bist du nützlich, Atreus. Wenn du nicht diese arrogante Art hast. Bist anscheinend ein bisschen zur Besinnung gekommen. Was hier? Da unten ist auch eine Kiste. Ah nee, das ist die... Moment, da ist aber noch was. Das ist die von hier unten. Was habe ich da vergessen? Etwas, was dem Weg wert ist? Vor allem... Wie komme ich da ran? Hallo? Oder ist das irgendwas, was ein Gegner gedroppt hat und runtergefallen ist? Ich komme da nicht ran. Ich gehe... Das hat so eine komische Form, ne? Naja, egal. Komme ich nicht dran. Ich nehme an, das ist irgendwas, was ein Gegner gedroppt hat. Weil vorher ist mir das Ding nicht aufgefallen. Und das ist schon so offensichtlich da. Das hat der eine Gegner, den ich gekillt habe, bestimmt da nach unten droppen lassen. Naja, egal. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Wo? Wo, 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 wo? Ah, da, da ist er. Okay. Den klöpfen wir uns nächste Folge vor und ja. Ciao, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss.